glaube, ich fange vielleicht mal an. Also ich glaube, allererst glaube ich, ist wichtig zu verstehen, Resilienz ist keine Entscheidung gegen ein anderes Ziel. Grundsätzlich, es ist ein Imperativ, es steht nicht in Konkurrenz zu eine effiziente Organisation, eine schnelle Organisation oder innovative Organisation zu haben oder was auch immer, sondern es ist wichtig zu verstehen, dass Resilienz ist, was für alle relevant ist und das auch im Hinterkopf zu behalten. Genau. Mit, was ich immer anfangen kann, ist ein Aufbau von einer Art Frühwarnsystem, wir nennen das Anti-Blindness-Thema, um Veränderungen, Bedrohungen auch frühzeitig einfach erkennen zu können. Und dazu muss ich gewohnte Routinen durchbrechen. Dazu muss ich ganz klar kommunizieren. Da muss ich aus meiner vielleicht auch dominanten Erfolgslogik mal ausbrechen und andere Perspektiven einnehmen. Und damit kann eigentlich jeder starten, egal wo er steht. Ich denke, ein anderes Thema ist, nicht zu warten. Ich glaube, gerade in Zeiten der Unsicherheit tendiert man dazu, auch ja, in so eine Lethargie zu verfallen. Ich glaube, das ist genau das Falsche. Ich glaube, wichtig ist, heute zu schauen, mit dem Wissen, was ich habe, was sind die Optionen und zu sagen, okay, wir gehen den Weg, wir haben heute so entschieden, Bedarf gegebenenfalls nachzujustieren, aber ich glaube, auf dem Weg gibt es genügend Möglichkeit auch zu lernen und das ist wichtig, deshalb früh zu starten und auch nicht zu warten. Und dabei muss jedes Unternehmen eigentlich auch individuell entscheiden, was ist meine Strategie, um dahin zu kommen. Und da lohnt der Blick auch nochmal in den Rückspiegel, wie habe ich mich in bisherigen Krisen verhalten, was war gut, was war schlecht. Wo stehe ich heute auch? Was sind auch meine Herausforderungen? Wir sprechen ja nicht nur über Krisen, sondern auch über ein sehr komplexes Marktgebilde, in dem ich unterwegs bin inzwischen. Und da muss ich entscheiden, muss ich schon reagieren oder kann ich eben proaktiv Themen vielleicht noch vorantreiben? Mache ich das Ganze inkrementell in Stufen oder muss ich es radikal machen, weil die letzte Krise mich vielleicht schon fast aus der Bahn geworfen hat? Und das ist eine Entscheidung, die muss ich natürlich immer im individuellen Unternehmenskontext stellen. Und das ist die Frage, die sich auch die Führungskräfte als erstes stellen sollten. Und auch Stefan hat schon angesprochen, das ist eine Transformation. Und was ist wichtig auf einer Transformation und nicht zu unterschätzen, ist die kulturelle Dimension. Also wir können viele fachliche, gute Entscheidungen treffen. Ich glaube aber, wir dürfen nicht vergessen, auch die Menschen mitzunehmen, das Verhalten zu verstehen. Und darauf zu reagieren, wird insbesondere auch Aufgabe einer guten Führungskraft, die auf dem Weg zur Resilienz. Ja. Und gerade weil es so ein kulturelles Thema ist, braucht es auch Zeit für diese Veränderung. Und ich muss auch die Ausdauer haben, sag ich mal, das vielleicht auch ein Stück weit aushalten, diese Veränderung in der Kultur auch zu schaffen. Denn gerade wenn ich mir eine Resilienz aufbauen will, werde ich in viele Unternehmensdimensionen eintauchen, ob das jetzt das individuelle Lernen ist, meine Entscheidungsprozesse, meine Prozesse vielleicht auch grundsätzlich, mein ganzes Produktportfolio, die Fähigkeiten, die ich in-house habe, die Zusammenarbeit, Innovation, viele Faktoren, die einen Einfluss haben, die ich betrachten muss und dafür braucht es Zeit und die Erwartungshaltung, ja, wir fangen heute an und wir sind in 3 Monaten, sind wir durch und sind resilient. Davon sollte man sich vielleicht verabschieden, sondern zu überlegen, okay, was sind für mich die wichtigen Aspekte, mit welchen starte ich und sukzessive kann ich mir das aufbauen und es auch mir die Zeit geben, es in der Kultur, in meinem Unternehmen zu verankern.